Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Wieder alleine mit mir. Kurt ist in der Schule, mein Mann ist auf einer Arbeit und ja, ich muss jetzt einfach etwas tun, was ich jetzt schon wirklich sehr lange tun möchte, nämlich mein Weihnachtsgeschenk 2020 auspacken. Damals habe ich mir die Revelation Edition des Spirit Keeper Tarots von Bene Bel Ven gewünscht. Bene Bel Ven ist eine fantastische Tarot-Expertin, die eigentlich wahrscheinlich jeder kennt, der in den Social Media aktiv ist. Sie hat einen tollen Instagram-Account, sie hat eine sehr gute Facebook-Seite und einen fantastischen Blog. Ich weiß nicht, wie sie das alles schafft, was sie schafft. Ich bewundere sie sehr. Und ich habe dennoch lange gezögert, mir ihr ganz eigenes Tarot-Deck zu kaufen. Das liegt unter anderem daran, dass es ein sehr kompliziertes Deck ist und man wieder viel lesen muss, um es zu verstehen. Bene Bel stellt dafür zahlreiche Videos in ihrem Kanal zur Verfügung. Sie hat natürlich auch viel darüber geschrieben. Sie hat ein Kompendium geschrieben. Bene Bel ist die Schreiberkönigin unter den Tarot-Experten. Sie kommt... hat taiwanische Wurzeln, lebt aber in Florida, nein, nicht in Florida, in Los Angeles. Und ja, sie ist einfach wirklich toll. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe nun endlich die dritte Auflage ihres Spirit Keeper Tarot mir gegönnt. Sie heißt Revelation Edition. Die erste Auflage war eine schwarz-weiß Variante, die zweite Auflage war eine Sepia-Variante und jetzt die Revelation Edition ist eine farbige Variante. Bene Bel hat, seitdem sie dieses Deck gemalt hat, ich glaube, das sind jetzt 2 oder 3 Jahre, dass sie sich mit diesem Projekt beschäftigt, sehr viel gelernt, was Zeichnen betrifft. Sie hat auch Zeichenunterricht genommen. Und daher gehe ich mal davon aus, dass die Karten, die schon in der ersten Edition wirklich klasse aussahen, jetzt noch viel, viel schöner sind. Ich mag auch mehr farbige als schwarz-weiß Bilder, es sei denn, ich arbeite mit meinem geliebten Lifeline-Tarot von Thomas the Hermit. Und ja, ich habe mir 2020 im Weihnachten, zu Weihnachten das Deck gewünscht, aber es ging erst jetzt nach draußen. Also im Sommer diesen Jahres war es fertig. Man konnte es in einer Art privater Kickstarter-Aktion kaufen. Und dann hat es Ewigkeiten gebraucht, bis es von Amerika seinen Weg hierher gefunden hat. Mit Zoll und allem ist es nun endlich da und ich packe es jetzt aus. Und es ist schon mal sehr schön gepackt und ich bin ganz aufgeregt, wie es jetzt aussieht. Und hier sehen wir das Ganze. Bene Bel segnet ihre Decks, bevor sie sie wegschickt. Also sie ist da wirklich sehr oldschool und schlecht, dass mir das dann gleich herausfällt. Also wir sehen, zum einen hat sie beigelegt ein Bild von Voss. Voss ist natürlich derjenige, der für Tarotkarten zuständig ist, der ägyptische Gott der Protokolle und des Schreibens. Und außerdem gibt es ein Certificate of Authenticity. Ja, es ist leider wirklich sehr traurig, aber immer mehr Raubkopien von schönen Decks werden produziert und leider auch gekauft. Also ich würde alle, die diesen Kanal bitten, wirklich keine Raubkopien zu kaufen von Decks, weil die Künstler leben von dem. Es ist ihr Werk, ihre ganze Kraft fließt in diese Decks und es ist wirklich sehr unfair, sich da irgendeine schäbige Raubkopie zu kaufen, von der Menschen profitieren, die Verbrecher sind. Also wenn ihr ein super günstiges Deck findet von einem wertvollen Künstler, dann ist das kein echtes Deck. Tut das nicht, kauft es nicht, sondern bereichert euch damit, dass ihr ein wirklich echtes, gesegnetes Deck habt. Denn bedenkt, wenn ihr Tarotkarten legt, ja, dann ist es nicht gut, mit Raubgutkarten zu legen. Das gibt kein gutes Karma, da könnt ihr euch sicher sein. Und nach dieser kleinen Moralpredigt
Ich gehe mal davon aus, dass ihr das sowieso nicht macht, aber ich finde es doch immer wieder wichtig zu betonen, weil es einfach immer mehr wird. Und Künstler wie Ciro Marchetti leiden darunter, Künstler wie Will Worthington, der tolle Decks gemacht hat, wie das Druid Craft zum Beispiel, leiden darunter. Und auch Bennebell leidet darunter, Stephen Bright. All diese Menschen, die haben es verdient, dass man ihnen, dass man sie dafür würdigt, was sie geschaffen haben. Und jetzt aber dieses Deck. Ach, es ist wunderschön, hat eine tolle Größe. Jetzt muss ich das aufschneiden, was mir ja immer schwer fällt. Leider bin ich da nicht so wahnsinnig elegant. Und ich schaffe das trotzdem, ihr werdet sehen. Oder ich schaffe es nicht. Jetzt hätte ich gerne Kurt hier, der mir dabei immer sehr gut hilft. Guckt einfach weg. Und ich hätte das vielleicht doch vorbereiten sollen. Aber oh, es geht jetzt nur einmal. Ich glaube, wenn es jetzt nicht gleich geht, erlebt ihr Gott sei Dank keinen Wutanfall von Kirsten. Mein Mars-Skorpion kann sehr unangenehm sein und ich habe es jetzt endlich ausgepackt. Da ist es, das Spirit Keepers Tarot. Es duftet nach Inzens, ganz toll. Und gleich dabei gelegt ist nochmal eine wunderschöne Magnetkarte, die jetzt hier gleich an meine Magnetwand kommt. Und ich weiß, dass da die Mäßigkeit in der Variante von Bennebell dargestellt wird. Der Kasten fässt sich wunderschön an. Mit Porto hat das Deck jetzt an die 100 Euro gekostet, aber dazu dann auch noch eine ausführliche Beschreibung, wie sie mit den Karten umgeht, das Kompendium, das ich gleich mitgekauft habe. Man kann es auch in einer günstigeren Variante kaufen und zahlt dann weniger, aber hat nicht die Anleitungen dazu, die ich jetzt noch nicht ja, durchgelesen habe, muss ich gestehen, weil ich erstmal auf das Deck gewartet habe und ob es überhaupt ankommt. Ich bin ja immer etwas skeptisch. Wir sehen hier an der Seite wirklich toll verarbeitet die Steine, die da abgedruckt sind und innen drin natürlich auch ihr Motto Sapere Aude, Dare to Know, wage zu wissen. Und ihr Anliegen ist es, in diesem Deck Kulturen zusammenzubringen, Inspirationen aus allen Ecken der Welt, sagt sie, zusammenzubringen. Ob ihr nun das ausführliche Kompendium euch anschafft oder nicht, ihr habt ein kleines Heftchen dabei, im typischen Bennebell-Stil, engstens beschrieben, voller Infos. Ja, auch das werde ich mir noch zu Gemüte führen. Ihr müsst zu Gemüte führen. Ihr müsst natürlich Englisch sprechen können, um das lesen zu können. Und auch hier sehe ich gerade, sind Sachen eingeschrieben. Tell me what it is you seek. I will show you the way. Lay your fears by my feet. I will dispel them. Name what afflicts you, I can heal it. Whatever you need, I shall provide. Here's your refuge, here you will find sanctuary. Ein sehr schönes Motto dafür, wenn man zu den Karten greift, um etwas zu erfahren, was man unbedingt wissen will, um Sorgen zu vertreiben und Ängste, um etwas zu heilen, was einen bewegt oder etwas zu erhalten, was man gerade braucht. Ja, das ist das, wofür wir zu den Tarotkarten greifen. Sehr, sehr schönes Motto. Und wir sehen, dass innen drin magische Quadrate eingebaut sind. Die kommen aus der Magie. Wir sehen, dass es, ich müsste jetzt analysieren, welche Quadrate es sind. Das wird sicher auch in dem Kompendium stehen.
Diese Quadrate gibt es schon seit der Renaissance und helfen dabei, Dinge zu manifestieren. Hui, ja, und ich bin schon mal total beeindruckt von diesem Goldschnitt, den das Deck hat. Die Karten fassen sich wirklich super, super gut an. Und ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade, weil ich so mich freue über dieses Geburtstagsgeschenk, was meine Männer mir gespendet haben. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Denn Ende 2020 war das schon eine harte Nummer, die 100 Euro, weil es war eine schwierige Zeit mit dem Lockdown und alles. Aber ich freue mich ganz, ganz doll. Und ja, die Rückseite sieht sehr schön aus. Dieses Diamant, Smaragd, nein, Smaragd ist es nicht, der Diamant in der Mitte oder Saphir wird es sein, der in der Mitte ist. Gut geeignet für umgedrehte Karten. Die Qualität der Karten, okay. Da bin ich ein bisschen ängstlich bei dem Mischen, auch wegen des Goldschnittes. Aber es wird sicher ein Deck, was ich nicht alle Tage auspacke, sondern immer nur zu speziellen Gelegenheiten. Ja, dieses Gold ist wirklich toll. Also sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir sehen. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Deck. Und mit vielen Hintergrundinfos, die ich mir erst noch erarbeiten muss, versehen. Hier ist Spirit in Search of Experience. Also der Seeker sozusagen. Das könnte der Narr sein, der Spirit in Search of Experience. Erinnert mich ein bisschen an Blake, William Blake von der Namensgebung her. Spirit in Search of Experience. Als nächstes haben wir dann den Spirit in Search of Science. Ah, ich verstehe. Die Karten werden halt Richtung, haben keine Archetypen als Namen, sondern eher sind auf mich persönlich als mein Geist dargestellt in unterschiedlichen Abenteuern. Also bei dem Narren mit der Erfahrung, Experience. Bei dem Magier, schön mit der weißen Rose, mit der Wissenschaft, toll, wie das so dreidimensional nach hinten geht, die Suche nach dem Stein der Weisen. Ja, dann haben wir hier die Hohepriesterin als Spirit of Petition. Petition of Spirit. Spirit in Petition of Spirit. Da muss ich drüber nachdenken, aber ich erkenne eindeutig die Hohepriesterin. Auch toll gezeichnet. Ich zeige euch einfach mal die Bilder, damit ihr einen Eindruck bekommt. Ich werde sicher noch öfter was mit diesem Deck machen. Ich muss, wie gesagt, mich da erstmal selbst einarbeiten. Das ist die Herrscherin. Ah, jetzt nein, jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Ich habe immer euch nur unten das gezeigt, aber oben sind ja auch Namen. Also, wir haben zusätzliche Karten. Wir haben den Initiate, den, der eingeweiht wird, den Suchenden, die Keeperin, also diejenige, die das Wissen hält. Und jetzt haben wir erst den Magos. Also diese ersten drei Karten sind unterschiedliche Aspekte des Narren sozusagen. Des Seekers, dann haben wir den Magier, der auch mit Merkur, aber einer neuen Korrespondenz ausgestattet ist, nämlich mit Wassermann. Bennebell selbst ist Wassermann, vielleicht hat sie sich da etwas reingezeichnet. Dann haben wir die Hohepriesterin und auch hier sehr dominant der Mond zu sehen. Man sieht den Einfluss von Crawley bei dieser Karte stark, wie ich finde. Die Herrscherin. Und man sieht natürlich, dass Bennebell aus dem asiatischen Raum kommt, wenn man sich die Karten ansieht. Aber sie haben trotzdem starke Parallele auch zu dem westlichen Tarot. Also ich kann die Motive jetzt, nachdem ich es kapiert habe, unschwer wiedererkennen. Und man sieht, dass Crawley ein starker Einfluss ist. Der Hohepriester. Toll dargestellt. Hier endlich mal mit einer guten Korrespondenz zum Stier, denn normalerweise finde ich die Verbindung Stier-Hohepriester immer etwas seltsam. Dann haben wir die Liebenden. Okay, auch
eine interessante Interpretation. Der Wagen, für mich natürlich immer eine besonders wichtige Karte. Toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, dass diese Gestalten androgyn sind. Also ich finde, die könnten männlich oder weiblich sein. Tolle Kraftkarte. Bin gerade ziemlich begeistert, wie ihr seht. Und ich sehe leider, dass ich ein bisschen unscharf bin. Ich experimentiere hier immer noch mit der Kamera, aber die Bilder sind eindeutig wichtiger als ich. Vielleicht muss ich irgendwie die mal ein bisschen höher machen, die Kamera. So. Dann haben wir hier den Erudit, der Eremit ist. Erudit musste ich nachschlagen, obwohl ich eigentlich ziemlich gut bin mit Englisch, was ein Erudit ist. Das Rad des Schicksals. Ja, gut. Der Löwe oder die Sphinx da oben. Das ist ja mal eine sehr eindrückliche Sphinx. Man sieht mal, was da alles los ist im Hintergrund. Da sind auch noch, ist noch eine Sphinx zu sehen. Also, Bennebel schreibt sehr ausführlich in ihrem Blog über die Entstehung der Karten und macht auch in der Community, fragt sie, gefällt euch das, gefällt euch das, gefällt euch jenes? Und das ist dann das Ergebnis. Hier bei der Waage hat sie lange überlegt, ob sie die Frau eher zentriert abbildet oder ein bisschen weiter außen. Wir sehen, sie ist ein bisschen verrutscht, die Gerechtigkeit, aber das Symbol in der Mitte ist ganz wichtig. Der Gehängte. Wir haben immer wieder eine Anspielung auf das Ankh, das Zeichen des Lebens im Ägyptischen. Sehr kraftvoller Gehängter. Den Tod. Ja, auch da sehen wir den Weight-Einfluss, aber mit diesem Skorpion auch wieder den Einfluss von Crowley. Sehr interessante Mäßigkeit. Also ist doch nicht die Mäßigkeit, die ich hier gezogen hatte. Dieser Magnet. The Angel heißt die Karte, ist eine Janusfigur. The Demon ist der Teufel. Ja, der ist jetzt nicht so attraktiv wie im Licht- und Schatten-Tarot. Der Turm. Auch eine sehr interessante Darstellung, finde ich. Der Stern. Healer. Der Mond ist der Nekromanzer, der Arbeiter mit den Toten und den Schatten. Der Krieger ist die Zahl Nummer 19. Die Sonne in einer sehr schönen Lichtkrieger-Interpretation gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann haben wir die Apokalypse, das Gericht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe ja neulich gerade mit Christopher gesagt, dass ich finde, dass die Welt immer ziemlich langweilig dargestellt wird, auch in neuen Decks, wie Bennebel das interpretiert. Also hier haben wir schon auch starke kabbalistische Anspielungen bei dieser Karte. Ja, und die Welt. Gut, auch hier haben wir wieder die vier Elemente, aber wir haben keine Sophia in der Mitte sitzen, sondern einen interessanten geflügelten Drachen, Adler, Kubus. Also auch das sind alles Sachen, die ich mir noch durchsehen muss. Und die Karte heißt ja New World Order, also neue kosmische Ordnung, Weltenordnung. Und hier sehen wir das Ast der Stäbe. Ich gehe einfach mal noch ein bisschen weiter. Das Ast der Kelche als Holy Grail. Das Sacred Sword und es wird als Sacred Word dargestellt, also das heilige Wort und das Bread of Life, also eine deutliche Anspielung darauf, worauf die vier Elemente bezogen werden, das Leben für die Erde, das Wort für die Schwerter, die heilige Inspiration für die Kelche. Und ja, die Flammen, die durchdringenden Flammen für das Feuer, das reinigende Feuer. Und ich gucke jetzt nochmal kurz nach, wie es weitergeht. Wir sehen auf jeder der kleinen Arkana astrologische Korrespondenzen. Mars im Widder ist den zwei der Stäben zugeordnet. Also da hält sie sich klassisch dran. Ich glaube, sie hat sich auch sonst klassisch an die astrologischen Korrespondenzen des Golden Dawn gehalten. Bloß auf die Magie hat sie irgendwie den Wassermann drauf gemalt.
Dann haben wir, ja, dann, also sie geht immer durch die Zweier durch, ne? Zwei der Kelche, zwei der Schwerter, zwei der Münzen und so weiter und so fort. Ja, da muss ich jetzt noch einmal mir die Hofkarten ansehen. Also für die Hofkarten haben wir einmal die Archangels. Die sehen ziemlich klasse aus, die Archangels. Guckt euch die mal an, ist die nicht toll? Dann haben wir Shields. Das sind die, also die Archangels, es scheinen die Buben zu sein. Die Shields sind dann wohl die Ritter. Dann haben wir die Shining Flames oder Flames überhaupt. Nein, Shining Flames, Shining Waters für die Königinnen. Und dann haben wir noch die Heralds für die Könige. So ganz andere Zuordnung, als wir das sonst gewohnt sind. Und was auch noch interessant ist, ist, dass sie neue Namen in den Karten vergibt. Ich sehe jetzt, habe jetzt zum Beispiel hier mal die 5 der Schwerter und sehe The Hector. Also es bezieht sich auf den Helden Hector aus der Schlacht von Troja, der ja sehr unrühmlich stirbt. Beziehungsweise er stirbt rühmlich, aber er wird dann sehr unrühmlich behandelt. Fällt mir dazu ein, wenn ich die Niederlage sehe. Und offensichtlich spielt sie immer auf Mythen an. Hier bei der 5 der Scheiben geht es um einen Vagabunden, einen Ausgestoßenen. Also ich werde viel lesen müssen, aber ich habe natürlich auch trotzdem Assoziationen hier, die 6. Der Stäbe ist der Champion. Also, ich hoffe, ich kann euch einen Eindruck jetzt hier mit diesem Deck vermitteln. Ich möchte jetzt nicht alle Karten zeigen. Ich bin auch wirklich gerade ziemlich berührt, weil ich die ganz, ganz toll finde und super dankbar bin, dass ich jetzt kurz vor Weihnachten mein Weihnachtsgeschenk habe und mal sehen, was ich mir zu diesem Weihnachten wünsche. Dieses Jahr bin ich ja mit Decks reichlich beschenkt worden. Von daher werde ich mal etwas anderes mir wünschen als ein Deck. Aber es fällt mir ein, dass ich das noch unbedingt machen muss, Weihnachtslisten erstellen. Deswegen, das war's für heute von mir. Dieses Deck werde ich weiter erforschen und damit arbeiten. Und ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Ihr habt einen Eindruck bekommen. Ich verlinke alles in den Shownotes, was ihr wissen müsst zu diesem Deck, wo ihr es bestellen könnt, ob ihr es überhaupt bestellen könnt im Augenblick oder ob ihr nicht einfach besser Bennebells Blog abonniert, um auf dem Laufenden zu halten, wenn das nächste Deck erscheint. Sie wird ja noch weitere Auflagen machen. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Nacht, was immer ihr gerade tut. Und es freut mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, liked, verteilt, dafür sorgt, dass wir noch mehr Leute gewinnen für unseren Kanal. Da macht ihr mir einen großen Gefallen mit. Ich wünsche euch alles Gute und bis ganz bald. Eure Kirsten.